Es zieht viele Besucher und vor allem Camper aus nah und fern hier zum Mondsee in Hohenmölzen. Besonders beliebt ist der See für so manch sportliche Veranstaltungen, wie zum Beispiel das alljährliche Mondseeschwimmen. Warum eine Gera Schwimmverein hier am Mondsee? Grundsätzlich spricht da ja überhaupt nichts dagegen. Gera ist nicht weit weg und soweit ich weiß, fahren viele Gera hier raus nach Hohenmölzen an den Mondsee und genießen hier die Freizeit. Für uns ist das eine super Möglichkeit, neben dem Hallenbad und den Hallenschwimmbereichen auch mal im Freiwasser Veranstaltungen durchzuführen. Deswegen der Mondsee. Da schließt sich gleich die nächste Frage an. Freiwasser, was ist denn jetzt für den Schwimmer der Unterschied in der Halle? Und dann hier, okay, heute ist es ein bisschen windig, aber was muss denn der Schwimmer da beachten? Also grundsätzlich ist das vor allem ein psychologisches Thema. Also man hat halt nicht nach 25 Metern oder nach 50 Metern die Möglichkeit, einfach mal sich festzuhalten und auszuruhen. Da, wie man sieht, da ist nichts zum Festhalten und Ausruhen. Das ist schon mal das Wichtigste. Also man weiß, okay, wenn ich hier auf 1500 Meter gehe, so wie die Schwimmer jetzt gerade, dann muss ich 1500 Meter durchschwimmen. Das heißt auch Kräfte einteilen, aufpassen und alles geben am Ende. Wird das dann extra trainiert? Nö, das ist eigentlich nicht extra, was man trainieren kann. Also die Kondition hat man oder hat sie nicht. Das macht nicht den großen Unterschied. Aber das Freiwasserschwimmen ist schon noch mal deutlich anstrengender als in der Halle. Da hat man ja fast laborähnliche Verhältnisse. Also ist schon noch mal ein Unterschied. Zu der Veranstaltung heute, wie viele Teilnehmer haben sich denn heute gemeldet? Wir haben 95 Teilnehmer, also wir haben die knapp 100 wieder fast erreicht, haben Starts über 1500, 3000 und 200 Meter und am Ende dann noch unsere Mixstaffel. Und in welchem Alter sind die Teilnehmer so in etwa? Ich habe gerade eben noch mal geschaut, die jüngste Teilnehmerin ist 8 Jahre alt, kommt aus Gera, aus unserem Verein. Und der älteste Teilnehmer ist unser Fritz, kommt auch aus Gera, der ist stolze 85. Dann scheint ja der Gerauer Verein ziemlich gut dazustehen. Gibt es denn sportliche Erfolge? Naja, also das sind jetzt die beiden Extreme, auf dem einen Ende des Alters und auf dem anderen Ende daraus zu schließen, dass man jetzt besonders sportlich erfolgreich ist, will ich nicht sagen. Also die berühmteste Teilnehmerin ist sicherlich Alisa Fatoum. Da kommt aus unserem Verein sicherlich keiner ran, der solche Erfolge hat. Weltmeisterin, Weltrekordhalterin. Aber wir geben uns auch Mühe und wir sind eher so ein bisschen breitensportmäßig aufgestellt und streben gar nicht so nach dem ganz großen Leistungssport. Hohenmölzens Bürgermeister Andy Haug gab den Startschuss und für die ersten Schwimmer hieß es ab in die Fluten. 95 Teilnehmer hatten den Weg zum Mondsee auf sich genommen, um hier in den verschiedenen Disziplinen sich miteinander bzw. untereinander zu messen. Und wie Björn Grübel schon erwähnte, an eine Weltrekordhalterin wie Alisa Fatoum, die am Samstag mit vor Ort war, kann man nicht heranreichen. Der Geraer Verein sieht sich ja mehr in Richtung Breitensport. Die Sportler kamen übrigens nicht nur aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, auch aus Berlin und aus Hamburg waren sie angereist. Das Treppchen ganz oben konnte im 1500 Meter Schwimmen, wie nicht anders erwartet, natürlich Weltmeisterin und Weltrekordhalterin Alisa Fatoum vom SSV Leutsch besteigen. Aber auch Yannick Reier vom SV Saalfeld erkämpfte sich einen Podestplatz. Zweitplatzierter bei 1500 Metern. Wie war es denn hier im Freiwasser zu schwimmen? Ja, heute war es relativ windig gewesen. Temperaturen waren eigentlich auch nicht schlecht. Ja, und dann dadurch war die Strömung relativ stark, aber das war alles noch handelbar. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Halle und hier draußen zu schwimmen? Ja, in der Halle ist natürlich ganz klar die Orientierung. Da hat man auf dem Boden seinen Strich. Das gibt es natürlich hier im Freiwasser nicht. Und man muss natürlich sich auch orientieren anhand der Bojen, dass man den Kurs dann findet. Und man hat diesen typischen Rhythmus von Wende und Schwimmen nicht. Und dann hier geht es am Stück durch. Und man muss dann natürlich auch die 20 Minuten am Stück dann wirklich schwimmen. Also als Kraft einteilen? Genau. Okay. Was macht die Besonderheit aus? Warum geht man dann hier im Mondsee schwimmen? Ja, das ist natürlich die Besonderheit im Sommer, dass die Schwimmhallen zu sind, dass dann keine Wettkämpfe in den Schwimmhallen stattfinden. Und das Freiwasser ist auch was sehr, sehr Reizvolles, was auch wirklich viel Spaß macht, wo man sich im Massenstart miteinander betteln kann, was nochmal ein Unterschied ist zu den Beckenwettkämpfen, wo nochmal die Taktik eine ganz andere Rolle spielt.
Dank gilt den Mitgliedern des DLRG, die mit drei Booten und mit wachen Augen die Sportveranstaltung absicherten.